Der Dauerregen trübt die Stimmung beim Scheibenschießen 2016. Der Scheibenplatz steht zu großen Teilen unter Wasser. Einige Fahrgeschäfte sind kaum trockenen Fußes zu erreichen. Trotzdem haben sich die Schausteller entschlossen, heute seit 15 Uhr ihre Fahrgeschäfte für Besucher zu öffnen und hoffen trotz aller Widrigkeiten auf Regenzulauf. Ja, es werden heute Nachmittag hoffentlich schon noch ein paar Kinder und Familien kommen, wenn es jetzt trocken bleiben sollte. Ich denke mal, dass heute so ab 3 Uhr aufgemacht wird, ne? Heute Abend steigt auf dem Kirchplatz die große Party Nienburg tanzt mit der Coverband United 4, die gemeinsam mit DJ Basti für gute Stimmung sorgt. Der Eintritt ist frei, los geht's um 20 Uhr. Für morgen ist deutlich besseres Wetter in Sicht. Das wird vor allem die Kinder freuen, für die am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Scheibenplatz neben den zahlreichen Fahrgeschäften auch viele tolle Aktionen geboten werden. Ab 16 Uhr macht Kinderliederstar Volker Rosin Musik für Kinder live und Open Air. Auch hier ist der Eintritt frei. Morgen ist Kindertag, da wird so gegen 14 Uhr aufgemacht und wenn dann das Wetter mitspielt, wenn der Volker Rosin hier ist, dann wird der Platz auch relativ voll sein. Die Hake wünscht viel Spaß.